Die Zinsen sind weiterhin auf einem rekordniedrigen Niveau und der DAX hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt erreichte derweil auch im Jahre 2017 immer neue Höchststände. Und so werden die rentierlichen Anlagemöglichkeiten immer weniger. Hoch im Kurs stehen weiterhin Immobilien. Angesichts der Preisentwicklung werden aber Einzelinvestments für den Privatanleger immer weniger darstell- und damit auch finanzierbar. Reden wir über Alternativen und Möglichkeiten mit Helmut Kurz. Er ist Leiter Immobilienaktien REITs und auch Makrostrategie beim Bankhaus Ellwanger und Geiger. Herzlichen Dank für den Besuch hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, was macht denn Real Assets, also wahre Werte, zu denen ja auch Immobilien gehören, für Anleger so spannend? Ja, in der Tat. Also Sachwerte haben in dieser Zeit, wo sie mit Kontoguthaben oder mit guten, bonitätsstarken Anleihen, die nicht allzu lange laufen, keine Zinsen mehr bekommen, einen entscheidenden Vorteil. Der Ertrag daraus ist wesentlich höher. Und Sie haben darüber hinaus auch aus der Erfahrung herausgesprochen, den Vorteil der Sachwerte, sollte es zu einer großen Krise kommen, wie beispielsweise einer großen Geldentwertung oder einer extremen Wirtschaftskrise, ihren Wert besser halten. Das ist von A wie Argentinien bis Zypern eine absolute Regel. Viele Anleger würden ja sehr gerne in Immobilien investieren, aber sie haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten. Ich hatte es am Beginn kurz erwähnt. Eine Alternative sind dann oft Immobilienaktien, so wie sie hier auch auf dem Parkett der Börse Frankfurt gehandelt werden, oder auch sogenannte REITs. Was sind REITs eigentlich, Herr Kurz, und wo liegen die Vorteile? Also REITs sind eine Sonderform der Immobilienaktie. Die haben ein paar Merkmale, wo sie sich unterscheiden. Und das eine ist zunächst die Besteuerung. Die Besteuerung bei REITs ist so, dass die Gesellschaft selbst keine Steuern zahlt, sondern dafür alles ausschütten muss, was sie verdient, oder weitestgehend jedenfalls, von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Und diese Ausschüttung, die muss dann beim Anleger voll versteuert werden. Das zweite Merkmal, was REITs haben, das ist, dass sie Vorschriften unterliegen, in der Regel was den Anlagebestand anbetrifft. Also sie müssen Immobilienbestandshalter im Wesentlichen sein und nicht sonstige Geschäfte machen. Und darüber hinaus müssen dann auch die Erträge aus diesem Immobilienbewirtschaftungsbestandshaltungsgeschäft kommen. Damit schließt man vornherein riskante Projektentwicklungstätigkeiten und so weiter etwas aus. Sie gehen noch einen Schritt weiter und fassen mehrere REITs in Ihrem E&G-Fonds Global REITs zusammen. Warum? Ja, wenn man verschiedene Aktiva zusammenfasst, hat man ja den Vorteil der Diversifikation. Das ist eine Grundregel der Finanzwissenschaft und auch der Erfahrung, dass man Risiken streuen muss, um sie beherrschbar zu machen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendeine Branche nehmen, die einem globalen Zyklus unterliegt, wie beispielsweise Autos oder Chemie, dann ist eine Diversifikation über Länder hinweg, wie wir sie hier bei Immobiliengesellschaften machen, relativ wenig zielführend, weil die unterliegen dem gleichen globalen Zyklus. Aber Immobilien, wie es der Name sagt, sind immobil und Immobilien haben natürlich eine starke Abhängigkeit von der lokalen Konjunktur, vom lokalen Markt. Und wenn Sie da über die Kontinente hinweg streuen, erreichen Sie wesentlich bessere Diversifikationsvorteile. Und das versuchen Sie natürlich, Stichwort Länderallokation. Ich habe natürlich im Vorfeld unseres Interviews auch mal reingeschaut in Ihren Fonds. Da fällt auf, dass nach den USA mit rund 26% Frankreich relativ stark mit rund 13% gewichtet ist. Was macht Frankreich aus Ihrer Sicht aktuell so spannend? Ja, also Frankreich ist ja jahrelang relativ wenig gewachsen, war eines der Sorgenkinder in Europa und wir haben jetzt seit einigen Monaten, Quartalen muss man besser sagen, das relativ stärkste Wachstum in diesem Land seit vielen Jahren. Dann haben wir auch darauf gesetzt, dass bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr Macron Präsident wird. Und dann kommt noch dazu, dass Frankreich ein sehr effizientes und sehr flexibles REIT-Gesetz hat. Und zwar ermöglicht es den REITs, dass sie beispielsweise auch in Deutschland Wohnungen kaufen, was unseren einheimischen deutschen REITs ja verwehrt ist. Bei der Sektorallokation haben Sie sich auf die Themen Einzelhandel und Büros konzentriert. Wohnflächen sind eher untergewichtet. Was sind die Gründe? Sind zwei Gründe. Einmal haben wir global im Bereich Wohnen am ehesten hohe Bewertungen, also hohe Vielfache bzw. niedrige Mietrenditen, überhitzte Märkte, das ist der eine Grund. Der zweite ist, im globalen REIT-Markt spielen Wohngesellschaften eine unterdurchschnittliche Rolle. Das ist einfach von der Struktur her so gegeben. Viele Länder haben auch eine wesentlich höhere Eigentumsquote als wir hier in Deutschland. Und die Nutzungsarten, die wir eben bevorzugt drin haben, das sind dann eben eher Büro, die profitieren vom Konjunkturaufschwung, und Einzelhandelsflächen, weil da die Dividendenrenditen sehr hoch sind.
Wie lautet nun Ihr Fazit? Warum sollte sich der Anleger ausgerechnet für Ihren Fonds entscheiden? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen dafür. Einmal kauft der Anleger bei uns das, was er nachher auch bekommt. Er bekommt Immobilien und er bekommt nicht zyklische Geschäfte, volatilere Geschäfte wie Projektentwicklung. In manchen Konkurrenzfonds findet man ja sogar Bauunternehmen drin. Dann das Zweite, wir haben eine relativ vorsichtige Anlagepolitik, das entspricht dem Stil von unserem Haus, auch in anderen Bereichen. Das heißt, wir sichern auch mal Kursrisiken ab, wir sichern manchmal Währungsrisiken ab. Wir sind bei der Titelselektion sehr darauf ausgerichtet, dass die Bilanzkennzahlen stimmen. Das heißt, Fremdkapitalquoten beispielsweise von über 50% kommen nicht in Frage. Und auf diese Art und Weise schaffen wir es, dass wir in schwierigen Zeiten wie 2011 oder 2013, wenn die REITs auch mal fallen, relativ weniger verlieren als die Vergleichsindizes. Man sieht es dann auch an der Kennzahl Volatilität. Die Volatilität ist bei uns ungefähr ein Drittel geringer als vom Vergleichsindex. Und dann sind wir natürlich in dem Geschäft sehr erfahren. Wir machen das schon seit Jahrzehnten und auch unsere Berater für Amerika und für Asien sind schon viele, viele Jahre im Geschäft. Haben wir eine Menge gelernt über REITs, also für all diejenigen, die in Immobilien investieren möchten, aber am Ende des Tages einfach nicht das nötige Kleingeld haben. Erläutert das Ganze von Helmut Kurz von Ellwanger & Geiger. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön.